He knows I'm suffering, but he knows I'm coming. Mugu ist die einzige Region der Welt, in der die Frauen früher sterben als die Männer. Sie arbeiten härter und länger als die Männer. Die Frauen haben eine sehr schwache Stellung in der Familienstruktur. Nach ihrer Geburt bekommen sie noch nicht einmal eine Namenszeremonie, weil ein Mädchen nicht so viel wert ist. Die Frauen sterben hier noch bei Geburten, weil sie rund um die Uhr zu viel und zu schwer arbeiten müssen, keinerlei medizinische Versorgung während der Schwangerschaft oder Geburt haben und unter harschen kulturellen Regeln leiden. So müssen sie zum Beispiel während ihrer Periode oder der Geburt das Haus verlassen und im Viehstall oder an einem speziellen Erdloch im Wald diese Tage und Nächte verbringen. Auch im Winter bei unmenschlichen Minusgraden, weil der Glaube vorherrscht, sie seien, während sie bluten, von bösen Geistern oder Dämonen besessen. Deshalb ist die Mutter- und die Säuglingssterblichkeitsrate doppelt so hoch wie in anderen vergleichbaren Bergregionen ohne diese Tradition. In jedem Projektdorf werden wir Hebammen ausbilden, damit sich die Frauen selbst helfen können. Außerdem bieten wir den Frauen an, Lesen und Schreiben zu lernen. Die Alphabetisierungsrate der Frauen im ganzen Distrikt Mugu liegt bei 10%. Das ist erschreckend wenig. Oft werden die Mädchen noch vor der Pubertät im Kindesalter verheiratet. Über Geburtenkontrolle wussten in diesem Dorf nur 5 Männer ein wenig Bescheid, aber keine einzige Frau. Dem Ganzen wollen wir durch Aufklärung im Gender-Training entgegenwirken. Auch hier in diesem Dorf fehlt es ihnen an Arbeit, an Strom, an Toiletten, sagt sie, an smokeless stoves. Die Kinder hier gehen nicht zur Schule, sie brauchen ärztliche Versorgung. Also das sind die Dinge, die beiden Frauen eben oder eben in Gemeinschaftsarbeit als am wichtigsten identifiziert haben. Landwirtschaft wird mit den primitivsten Mitteln betrieben. Es fehlt an einfachen Gerätschaften. Die Zeit ist hier schon lange stehen geblieben. Dabei betreiben 93% der Bevölkerung Landwirtschaft. Doch es gibt Lösungen, wie sie den landwirtschaftlichen Anbau optimieren können. Und die werden unsere Sozialarbeiter in gemeinsamen Workshops mit den Männern und Frauen erarbeiten. Durch bessere Werkzeuge, Gewächshäuser für Gemüse, den Höhenbedingungen angepassten Samen, durch Hydrokultur in den Flussbetten und ausgeklügelte Bewässerungssysteme kann man einiges verbessern. Es ist schwierig, überhaupt etwas zu ernten. Die Wildschweine fressen die Samen. Außerdem spülen Regen und Erdrutsche unsere Felder weg. Dadurch haben wir viele Probleme. Ich habe eine 14-köpfige Familie. Es ist eine große Familie. Eigentlich reicht es nicht einmal für mich selbst. Aber mir tun meine Nachbarn, besonders die Kinder, so leid. Ich wünschte, wir alle müssten nicht so oft Hunger leiden. Ich habe viele Kinder gesehen, aber die hatten auch keine Klamotten und hungrig sahen die auch aus. Und ich habe mit denen ein bisschen von meinem Essen geteilt. Wie wohl wir in Deutschland leben, da haben wir alle Kinder Bettzeugs. Und die haben hier gar nichts. Die schlafen auf dem Boden und wir haben Spielzeuge. Und die spielen einfach nur mit Steinen. Warum die nicht zur Schule gehen können, ist, weil die kein Geld haben und zu arm sind. Und was die machen, wenn die nicht in der Schule sind, ist ganz starke Arbeit. Wenn die Ziegen hüten oder die Kühe melken, ich esse da oder guck Fernsehen. Es ist ganz anders, was ich mache oder die. Also mir tut es sehr leid, dass sie hier so arm sind. Diese armen Leute zu sehen, das rührt mein Herz.
Nur 4% der Kinder besuchen eine Schule. Die Klassen über 8 erreichen noch nicht einmal 1%. Im Schnitt besucht ein Kind nur 8 Monate die Schule. Und das ist aufs ganze Leben gerechnet. Die Lehrer sind demotiviert und nicht genügend ausgebildet, da jemand mit Bildung in diesem vergessenen und isolierten Gebiet nicht bleiben will. Ein Lehrer unterrichtet meistens alle Klassen, von der 1. bis zur 8. gleichzeitig, in einem Raum, alle auf dem Erdboden sitzend. Von Schulheften oder Stiften können die Schüler nur träumen. Sie kritzeln mit Stöcken auf dem Boden. Zu Hause können sie aber erst recht nicht lernen, da sie abends keine Lichtquelle haben. Wir brauchen dringend einen ausgebildeten Lehrer, damit unsere Kinder ein bisschen lesen und schreiben lernen. Die wenigsten Mädchen dürfen zur Schule gehen, weil ihre Mütter arbeiten und sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müssen. Man glaubt hier, dass die Mädchen nicht zur Schule gehen brauchen, weil sie sowieso heiraten und für die Familie arbeiten müssen. Früher bin ich jeden Tag 2 Stunden zur Schule gelaufen. Als ich nach Hause kam, war es bereits nachts. Zu dieser Zeit war ich das einzige Mädchen im Dorf, das überhaupt zur Schule gehen durfte. Im Vergleich zu Mugu ist es hier in Kathmandu sehr einfach, seine Kinder zu erziehen und auf sie aufzupassen. Die Schule ist sehr nah und es gibt Transportmöglichkeiten. Auch die Zeit der Schwangerschaft ist sehr schwierig für die Frauen in Mugu. Während der Geburten müssen sie in den Kuhstall. Wenn die Kinder klein sind, gehen die Mütter zur Arbeit und lassen ihre Kinder unbeaufsichtigt zurück. Um die Schulbesuchsrate zu steigern, planen wir mit den Dorfbewohnern gemeinsam 2 Schulen zu bauen. Wir rechnen mit 10.000 bis 15.000 Euro pro Schulgebäude, weil das gesamte Dorf den Aufbau übernimmt. Diese Kinder haben ein Recht auf ein Stück Kindheit und auf Bildung, zumindest darauf, lesen und schreiben zu lernen. In den Jahren 1994 bis 2006 litt Nepal unter einem Bürgerkrieg zwischen den Maoisten und der Regierung. Ganz Nepal war betroffen, insbesondere aber Westnepal. Nach offiziellen Angaben haben 13.000 Menschen ihr Leben verloren. Während des Bürgerkriegs gab es kein Gebiet des Landes, das nicht darunter litt. Viele Menschen wurden brutal ermordet. Infolge des Krieges wurden viele Frauen zu Witwen, viele Kinder wurden verstümmelt. In Westnepal wurden zu dieser Zeit alle Brücken zerstört. Statt Minuten dauert es nun Tage, ein Nachbardorf zu erreichen. Ich hoffe, solche grauenhaften Zeiten nie wieder erleben, zu sehen oder davon hören zu müssen.